kam das unglückliche Handspiel von Marco Walker, dem Unglücksraben ohnehin der letzten Wochen und auch des heutigen Abends. Elfmeterentscheidung für mich nach wie vor richtig. Platzverweis zudem sehr hart, aber strenger Regelauslegung folgend immer noch vertretbar. Dann für mich ein unverständlicher Platzverweis für Olaf Bodden wegen einer vermeintlichen Tätlichkeit. Allerdings hat er den Schiedsrichter wohl mehr durch verbale Attacken im Vorfeld mürbe gemacht und wohl auch so sauer werden lassen, dass er ihn vom Platz gestellt hat. Und dann war die Partie natürlich in der zweiten Halbzeit gelaufen. Einer der großen Pluspunkte, Peter Stöger. Und wie es im Fußball halt so geht, meine Damen und Herren, ein vermeintliches Rumpfteam Rapid, ohne Jerkan, ohne Jovanovic, ohne Freund, ohne Heraf, ohne Pürk, ohne Ipua, ohne René Wagner, alle verletzt oder gesperrt, zeigte sich heute Abend von seiner besten Seite. Starker Tobak, das Ergebnis für 1860 und für ihn, für Werner Lorenz. 3:0 für Rapid. Zwei rote Karten gegen Marco Walker und gegen Olaf Bodden. Ersteres vielleicht zu verschmerzen. Jochen Kienz klärt doch mal auf. Ich war es ja wirklich nicht. Kienz als der bessere der beiden Manndecker. Sicherlich auch im Rückspiel der größere Gewinn im Vergleich zu Marco Walker, aber das tut weh, dass Olaf Bodden im Rückspiel nicht dabei sein kann. Denn mit einem Bodden, der zudem sicherlich von Tag zu Tag stärker wird, hätte ich vielleicht gesagt, wenn die 60er nach 28 Jahren an frühere glanzvolle Europapokalzeiten zu Hause anknüpfen können, dann ginge immer noch was. So aber wird schwer. Czerny, das war mit ein Schlüssel zum Erfolg. Von einem Nobody namens Gerd Wimmer ausgeschaltet, seine Flügelläufe gebremst. Damit kam weder über rechts von Czerny noch über links von Böhme etwas Produktives für die Spitzen. Insofern ein taktischer Glücksgriff von Ernst Dokopil, dem zuletzt so angefeindeten Rapid-Trainer, auch einem der Sieger des heutigen Abends. So wie Peter Schöttl bei seinem Comeback Torschütze, allerdings auch mit einer gelb-roten Karte vorzeitig vom Feld geschickt. Die 60er-Fans erstaunlich sogar ihren Spielern wohl für die moralische Leistung nach der Halbzeitpause noch Beifall spendend. Und die Rapid-Fans endlich mal nach der Kritik der letzten Wochen ist das Balsam auf die Rapid-Spielerwunden wieder in Stimmung. Man fühlt sich von der Stimmung her fast, wie man in Österreich so schön sagt, an das Ländermatch erinnert. Zuletzt gegen Weißrussland, als sich Österreichs Team mit einem 4:0 endgültig für die Weltmeisterschaft qualifizierte. Die einzelnen Sektoren werden aufgefordert, noch einmal zur Welle anzutreten. Die Rapid-Fahnen heute Abend, was viele vorher nicht erwartet hätten, genauso oben wie die Hände bei der Welle und wie die Hände der Spieler, die sich bei ihren Fans bedankt haben. Wir, meine Damen und Herren, bedanken uns von unserem Platz auch bei Ihnen, dass Sie dieses teilweise in der zweiten Halbzeit doch sehr ungewöhnliche Fußballspiel so lange durchgestanden haben. Rapid hat 3:0 gewonnen. Ich bin mal gespannt, ob der Auge uns allen bei Waldemar Hartmann noch ein bisschen Hoffnung machen kann fürs Rückspiel. Wien gegen 1860 München wurde Ihnen im Ersten präsentiert von Kronbacher. Ich begrüße den Trainer des TSV 1860 München, Werner Lorand, der zu uns geeilt ist. So die erste Aufregung schon vorbei. Selbstverständlich, die erste Aufregung, wir sind am Schluss. Schlusspfiff schon vorbei.
Das muss auch sein, weil es geht ja schon im Endeffekt am Samstag weiter in Hamburg. Und nur dieses Spiel hätten wir nicht so hoch verlieren brauchen. Wo sind die Gründe? Sind Sie nur bei den roten Karten zu sehen? Ja, selbstverständlich. Man darf natürlich so kurz vor der Halbzeit spielen wir nach vorne und kriegen einen Konter. Das braucht natürlich nicht sein. Da muss man als Spieler Bescheid wissen auf dem Platz, dass man erstmal mit 0-0 in die Halbzeit geht, dass hinten nichts mehr passiert. Und dann ein Handspiel auf der Linie ist rote Karte. Und was wir danach. Wir können es gleich mal anschauen. Was danach passiert ist, das brauche ich wirklich nicht kommentieren. Das muss ich leider. Oder werde ich intern sterben. Schauen wir uns das an. Da ist der Fehler gewesen schon im Mittelfeld. Konter. Die Entscheidung des Schiedsrichters richtig aus der Sicht des Trainers? Ja, wenn Handspiel auf der Linie ist, Strafraum ganz klar, Tor verhindert, gibt es ganz klar Strafstoß und der Spieler wird vom Platz gestellt. Stimmt auch die Zuordnung nicht, weil ihr in der Vorwärtsbewegung wart? Ja, wir haben viel zu weit aufgemacht, kurz vor der Halbzeit. Da steht 0-0 und da brauche ich nicht so weit aufmachen. Da muss man viel besser stehen. Wir wollten ja nur auf Konter spielen, gerade erste Halbzeit. Solange wieder Olaf spielt, wollte man nur auf Konter spielen, in aller Ruhe, mit vielen Ballkontakten. Und da waren wir einfach viel zu weit aufgerückt. Das darf gar nicht passieren und das noch 3 Minuten vor der Halbzeit. Auch eine ungewöhnliche Aktion, dass der Schiedsrichter sich beim Schiedsrichterbeobachter erkundigt, nicht beim Linienrichter, beim Assistenten. Der Schiedsrichterbeobachter ist gleich gekommen zu mir und hat auch gleich den richtigen Mann gezeigt. Und das ist auch korrekt so. Ja. Ich denke, wir sollten uns die nächste Szene auch anschauen, denn alleine darum, wo es jetzt dann geht, nämlich das Foul, das sicherlich eines war, aber dafür rot, kann es ja nicht gewesen sein. Also wir haben so ein bisschen uns umgehört. Der Olaf Botten habe schon beim Elfmeter-Protest den Schiedsrichter richtig angemacht, um mal in der Fußballersprache zu bleiben. Was hat der Olaf Botten denn selbst gesagt? Ich habe doch gar nicht mit ihm geredet, weil die Umstellung oder die Taktik in der zweiten Halbzeit war eigentlich wichtiger, dass wir da gut stehen, dass wir im Endeffekt nur auf Ergebnis spielen und leider sind leider noch 2 Tore gefallen. Das ist im Endeffekt das Schlimmste eigentlich. Natürlich, ich habe es nicht richtig gesehen am Platz. Ja. Ich muss das aber hier nicht kommentieren. Doch, würde man aber ganz gerne hören. Nein, das werde ich intern klären. Er ist gesperrt für das nächste Spiel, das tut weh. Und da rote Karte muss man schauen, was die UEFA macht. Das können ja mehrere Spiele sein. Und das ist natürlich für uns bitter, für ein Heimspiel ohne Olaf Bodden. Dann wären wir 14 Tage, er wäre 14 Tage weiter. Und aber gut, ich will das gar nicht hier kommentieren, sonst sage ich vielleicht was Verkehrtes. Der Spieler wird es hören und ich kann mir vorstellen, wie das ausgeht. Werner Beinhardt wird loslegen. Jetzt müssen wir uns auch noch die 2 Tore antun. So, und das sah so aus und ich stand zu dem Zeitpunkt hinter dem Tor, dass einige Spieler den Bernd Meier ganz böse angeschaut haben. Der Trainer auch? Nein, wenn man genau schaut, man muss genau hinschauen. Schau, so wie der Jochen Kienz jetzt. Ja. Wie soll der Bernd Kann Meier diesen Ball halten? Also, ja. Da brauche ich gar nicht anfangen, die Schuld beim Torwart zu suchen. Er hat gar keine Chance. Und so habe ich das aber gleich gesehen. Ja. Wollen wir uns das 3-0 auch noch anschauen? Das, ich denke mal, wohl auch so entscheidend war, dass das ganz schwierig werden wird, in die nächste Runde aufzurücken. Ne? Das ist wahrscheinlich 3-0, ist schon ein Ergebnis, was man erst aufholen muss, über 90 Minuten. Und es war natürlich, im Endeffekt, wenn man zweimal Unterzahl spielt, schon unheimlich schwer, gerade rechts und links die Räume mal zuzumachen. Das haben sie eigentlich ganz geschickt gemacht, ein Fernschuss und dann eine Flanke, die wollten wir eigentlich verhindern. Jens Jeremies kommt ein bisschen, da Doppelpass, ein bisschen zu spät. Und da muss man, der Mick Stevic steht einfach zu weit, war nicht im Raum, er muss einfach viel tiefer stehen, dann kann er das noch verhindern. Trotzdem noch die Frage, wir reden noch von der ersten halben Stunde, als 11 gegen 11 gespielt haben, war 60 auch nicht so überlegen, wie das im Vorfeld war. Hat man Rapid aufgrund der schlechten Leistungen in der österreichischen Liga bei den Löwen doch ein bisschen unterschätzt? Nein, gar nicht. Man hat gesehen, wir wollten die ruhig mal
sich austoben lassen, wir wollten sie ruhig kommen lassen. Das war so abgesprochen. Man hat ja gesehen, wir kamen dann immer besser ins Spiel, wir hatten viel mehr Ballkontakte. Da habe ich eigentlich mit gerechnet und das erste Tor hat uns eigentlich, und wäre doch gar nicht so schlimm gewesen, wenn wir mal ein Tor bekommen. Das kann man ohne weiteres zu Hause aufholen, aber dann die Platzverweise. Ich glaube, mit 8 Mann kann man im Endeffekt auswärts nicht mehr gewinnen, sondern nur auf Ergebnis spielen. Herzlichen Dank, dass Sie hier waren. Kopf hoch kann es nur heißen für den TSV 1860 München. Bedanke mich auch bei unserem Experten Klaus Augenthaler. Wir sind schon in der Tagesschauzeit. Klaus, wir kommen deswegen nicht mehr dran, auch Werner Loran. Liebe Zuschauer, wir haben noch 2 Hinweise in eigener Sache. Boris Becker ist heute beim Stuttgarter Turnier ausgeschieden, in 2 Sätzen gegen Richard Krajicek, aber Tennis gibt es in der ARD morgen.